여러분, 팟캐스트 인자 빠르게 빨리 안녕하세요. 오늘은 새 토스트 기차 여행 하고 스파게티 베스트한 세 가지 아이디어 닐스하고 크리스토퍼 소개해 드립니다. Das war Koreanisch. Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt genau richtig wieder eingeschaltet. Ihr seid wahrscheinlich gerade bei der Arbeit. Statistiken beweisen das ja, dass das so ist. Und ja, wir haben uns heute wieder zu unserer kleinen Plauderrunde zusammengefunden. Und ich muss jetzt gleich mal Christoph mit ins Boot nehmen. Christoph, du bist ja auch zugeschaltet. Hallo, liebe Yasser. Nennen wir unsere Zuhörer vielleicht Yasser. So wie ich habe andere Podcasts sagen, liebe Rumis, zum Beispiel Alle Wege führen nach Rom mit Ruhm, mit Paul Ripke, ja. Der sagt immer Rumis oder Roommates. Mhm. Was sagt Fest und Flauschig? Weiß ich gar nicht. Nee, ich weiß, das gemischt ist. Phrase. Ja, ich weiß, das gemischt ist. Ne? Hackis, ja, das sind die Hackis. Und ihr seid jetzt die Yassis. Ja, oder Jazzies, wenn ihr es cool Jazzies. Yassis, wenn ihr es cool Jazzies. Haben wollt. Jazzies. Ja. Jesus. Genau. Jesus. Ihr seid Jesus. Ah, lieber nicht. Das könnte Ärger geben, wenn der aus dem Knast auf, raus hört ist. Auf, hört sofort auf, Schwäne zu hauen. Ja. Wenn der Verein nochmal bekannt sein wird, dann für die Attacke auf den Schwan. Das bleibt auf ewig. Das bleibt für ewig, ja. So eine Musik, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so in die Diskografie von Jesus reingehört. Ach so, ja. Ich habe heute 7 Lieder von ihm, die ich gerne auf die Playlist packen. Ah ja, das ist toll. Das ist toll. Not. Das ist toll. Not. Nils führt übrigens gerade sehr elegant ein großes Rotvino-Glas. Das ist ein unanständig großes Glas. Ja, 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 für andere Haushalte wäre das eine Vase. Und diese Karaffe, dieser Ballon von einem Weinglas ist über die Hälfte gefüllt mit billigem griechischen Hauswein. Richtig. Ist das korrekt? Genau. Das ist völlig. So einer, wo richtig da, wo noch der Besitzer sagt, ah, do. Nicht zuckrig genug, machen wir noch ein bisschen Zucker rein. So, richtig, bam. Und dann das genau auf der drückt richtig in den Schädel rein. So richtig aus der Kategorie kommt das gute Zeug. Und Christoph, ich wollte ja gerade mit Zügen beginnen. Da bist du ja mein Ansprechpartner Nummer 1. Ich da bin bist, tatsächlich dein Ansprechpartner Nummer 1, was genau. Züge angeht. Und du hast ja vor kurzem eine Zugfahrt nach Zürich unternommen. Und wie war es da in der Schweiz? War da Maskenpflicht? In der Schweiz war zu dem Zeitpunkt im Zug noch Maskenpflicht. Draußen nicht mehr. Habe ich das nicht erwähnt, dass sogar bei den Geschäften für den Drogeriebedarf stand, endlich ist wieder Lippenstiftzeit. Ach, nee, hast du nicht. Nee, also die Maskenpflicht ist gefallen und soweit ich weiß, wird sie auch bald im ÖV, wie der ÖPNV in der Schweiz genannt wird. Natürlich muss man es ein kleines bisschen anders nennen, damit es Schweizer individuell klingt, im ÖV, im öffentlichen Verkehr. Da ist bald auch keine Maskenpflicht mehr. Also richtig. In der Schweiz ist meines Wissens nach ab sofort gilt das. So, die älteren Zuschauer, die werden jetzt wissen, was Christoph da gerade gemacht hat. Unsere jüngeren Zuschauer werden kurz innehalten, was? Aber eine kleine Geschichte. Zur politischen Bildung, da richtig. Könnt ihr euch mal belesen dann. Oder einfach mal googeln, Schabowski-Rede. Und dann werdet ihr darauf stoßen. Ne? Ja. Oder fragt einfach mal euren Geschichtslehrer. Seid da mal ein bisschen interessierter. Auch wenn gerade Ferien sind. Zumindest hier bei uns in Niedersachsen. Ah ja. Jetzt halt schon wieder diese, das ist wirklich eine unanständig große Ballonvase. Das kennt ihr diese, im Museum diese Ming-Vasen, so groß ist das Ding. Mindestens 30 Zentimeter Höhe hat das. Ja, auf jeden Fall. Ich messe mal kurz. Ja, kommt hin. Naja, wieso komme ich auf Züge? Ich erzähle nicht, womit Nils gerade nachgemessen hat. Nee, das ist der Fantasie. Bleibt der Fantasie des Hörers völlig richtig, überlassen. Richtig. es kam zu einem Promi-Eklat, Christoph. In einem Zug. Ich glaube, ich habe davon mitbekommen. Es geht um Mario Barth, oder? Richtig. Der gute Mann hat nämlich angeblich, also meine Informationslage ist da recht dünn, gegen die Maskenpflicht verstoßen im Zug und wurde des Zuges verwiesen.
Das ist korrekt. Er hat das nicht verstanden. Ich habe einen kurzen Videoausschnitt davon gesehen, weil er war noch in einem Abteil. Warum muss er die dann tragen? Ja, die Frage ist auch, hat er tatsächlich nur die Maske abgenommen, um zu trinken, was ja eigentlich relativ Nee, er dämlich hat die wäre. Maske abgehabt. Ah, Aber er okay. war ja in einem Abteil, da ist es dann ja egal. Ja, und er hatte das Gesamtvideo, habe ich auf YouTube finden können, ist 45 Minuten lang. Also du Das kannst, verstehe ich auch nicht so ganz. ja. Aber das ist wahrscheinlich die Dauer, die so ein bisschen Wandern im Tiefschnee im Hirn bewirkt. Ach, Solange sehr ist gut man halt möglich, drauf. ja. Ja, sehr gut möglich. Also es in letzter Zeit machen die Promis sehr von sich reden mit Diskussionsvideos. Auch Olli Ja. Pocher, der Ja. wo in Hartenholm hat er gegen das Richtig, richtig. Maskenverbot verstoßen und diskutiert sich um Kopf und Kragen, weshalb er jetzt nicht das Ja, und Gelände verlassen Mario soll. Barth ist auch das Personal ja so ein bisschen angegangen. Zumindest habe ich das in dem bisschen, was ich vom Video gesehen habe, gesehen und erzählt dann, ja, hier und er war gleich unfreundlich und so, ja. Der läuft durch den Zug mit fast 1000 Leuten und jedem zehnten Dödel muss er erzählen, dass er bitte die Maske zu tragen hat, weil alle das zu machen haben, weil sonst das Ding nicht funktioniert. Also kann ich das Zugpersonal, glaube ich, verstehen, ohne jetzt speziell dieses Zugpersonal kennengelernt zu haben, Ja, aber Herr genau. Barth, Ja, entspannen Sie sich mal. Herr Barth, ja, der war promimäßig unterwegs am Wochenende. Und Kalle Schwendsen auch, Christoph, du glaubst es nicht. Kalle Schwendsen war professionell am Wochenende unterwegs. Erzähl mal, was hat der gemacht? Ja, also erstmal war der auf einer Jubiläumsfeier. Jetzt fragt man sich natürlich, an was denkst du, wenn du Kalle Schwendsen und Jubiläumsfeier hörst? Einweihung seines ersten Sexkinos, Ja, weiß ich auch ja. nicht. Boxring, Weit Boxring. gefehlt, weit gefehlt. Er war nämlich beim 50-jährigen Jubiläum eines guten Freundes, der schon 25 Jahre Mitglied bei den HAs ist. Jetzt weiß natürlich Ist nicht jeder, wahr. ja, jetzt weiß natürlich jeder, wofür HA steht, nämlich Hipster Alsterdorf. Das ist ja so eine Hipster bekannte Alliance. Hipster Hipster Alliance. Alliance, die Hipster Alliance. Und ja, da präsentierte er sich dann. Man konnte auch sehr schnell rausfinden, wofür HA eigentlich steht. War das auf diesen Jeansjacken, die das Personal Ja, da trägt? es stand auf dem T-Shirt des Jubilars. Ja, da habe ich mich. Dass er da Connections hat. Ja, du, der hat überall Connections, aber ich glaube, weißt du, Kalle Schwensen versucht, glaube ich, gerade hart das Insta-Game durchzuspielen, aber die Klickzahlen. Ich glaube, Nee. er kennt jeden persönlich, der da ein Like hinterlassen hat. Das ist so wie bei unserem Podcast. Wir kennen auch alle Richtig, unsere Hörer noch genau, beim wir kennen. Namen, Ja, ne? so ist das, so ist das. Ja, und ansonsten wurde nicht so ganz schlüssig. Ich wusste gar nicht, dass die Hipsters Alsterdorf in Hamburg noch erlaubt sind. Das ist ja eine sehr wilde Truppe, die Hipster Alsterdorf. Hat das nicht Schill damals persönlich noch erlaubt, Durch. durchgedrückt auf Lebenszeit? Könnte ich mir vorstellen. Richter gnadenlos. Ja, die nicht. Die sind gut. Das sind ja Das die sind Guten, gute die räumen Jungs, auf. die räumen auf. Ja, die bringen mir auch dieses schöne Schneezeug immer, mit dem ich meine Pakete immer verpacke. Und die Ron, Damen, Ro, an ja, denen und ich die mich Damen. Oh. erlüstige. Ja, Ronald Schill. Roland? Ronald. Roland, Ronald. jetzt. Donald. Donald Donald Schill. Donald Schill, Schill. ja. Dem sagen wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer, das sagt ihnen auch nicht sehr viel, aber der Donald Schill, der war mal Innensenator in Hamburg und war auch als Richter gnadenlos bekannt. Richtig. Der hat zum Beispiel durchgesetzt, dass auf vielen Straßen in Hamburg bis heute. Oh, Nils nimmt schon wieder einen Schluck aus seiner Weinkaraffe. Und das hat mittlerweile. Also, ich weiß nicht, ob du immer neue Fischeilinsen vor deine Kamera hältst. Die wird immer Aber mittlerweile ist diese Weinkaraffe größer. so groß wie so ein 10-Liter Putzeimer. Ohne Witz. Richtig, ja, das ist auch, ja, das ist so. Ich Nils tausche, hält ich habe schon hier, beide Hände an den Rand der ja, Karaffe. ich hab hier so eine Batterie an Gläsern stehen und mit denen, da Schenk flanke ich ein dann das immer. Ding. Bring Schenk auch an. ein das Ding, bring an. Ja, der gute Donald Schill, ja, der hat Du es hast dich wahrscheinlich Richter durchgehalten. gnadenlos, genau. Und der, ja, irgendwie war der mal relativ beliebt. War auch, hat dafür gesorgt, dass in einigen großen Hamburger S-Bahnhöfen klassische Musik zur Obdachlosenvertreibung gespielt wird. Das wirkt ja immer besonders gut, ja. Und er hat ein Genau. feines Näschen, habe ich mir sagen lassen. Und hatte ein feines Näschen. Dem geht er aber nach wie vor nach als Ja? Barnabas. Er nennt sich ja jetzt hauptsächlich Barnabas. Und war zum Beispiel zu sehen auf, hieß es Love Island? Ja, Diese auch. Die Nackedei-Promi-Insel, Nackedei-Promis sind. Ja, genau. da hat er seinen Und Schlong ein bisschen in die Kamera gehalten und ja, da Flirty-Flirty gemacht als Camp-Ältester. war er nicht auch im Dschungelcamp?
Das kann gut sein, aber der Lifestyle reicht, also sein Lifestyle kann er nur noch in armen Ländern fahren. Deshalb ist er, Ja. glaube ich, in Brasilien. Ja, wohnt da mit zwei Frauen in so einer Favela, habe ich mal Ja. gehört. Habe ich mal gehört. Habe ich mal gehört. Aber vielleicht glücklich. Vielleicht, ich hoffe, dass er glücklich ist, der gute Donald. Ja, und den nächsten Promi, den möchte ich noch nicht ankündigen, Christoph. Das wird in unserem Italo-Special, das du so halb Es vorbereitet gibt noch ein hast. Italo-Special? Ja, habe ich gehört. Wurde mir von unseren Anwälten zugetragen, ja. Ja, wenn die Anwälte das sagen, dann wird das auch stimmen. Ja, ich denke auch, ja. Ja, sag mal, Italo, der Ja. italienische Außenminister, weißt du, wie der heißt? Ich bin Nein. neulich über den Namen gestolpert und fand es einfach nur witzig. Der heißt Luigi Di Maio. Genau, Di Luigi Di Maio, Maio. wie der Manowar-Bandboss. Joey Di Maio, Ja, genauso ja, geschrieben. ja. Und ich finde Luigi Di Maio, das ist irgendwie niedlich, als wenn er so der kleine Klempnerbruder vom Manowar-Bassisten Ja. wäre oder so. Der immer versucht, Backstage reinzukommen, Ja, aber. mit so einem Schnurrbelbart. Und ab und zu mal auf die Pilze springt, die einer aus der Band gerade essen wollte. Ja. Luigi Di Maio. Ja, was gibt's denn über den zu berichten? Auch gar nicht so viel. Gar Nee? nicht so viel, da habe ich jetzt nicht so viel. Aber ich habe was zu jemand anderem zu berichten. Und Ach. zwar waren wir doch gerade bei Leuten, an die man sich schon kaum noch erinnern kann. Es sei denn, man ist schon so alt wie wir. Ja. Kannst du dich, also was fällt dir zum Thema Iggy Pop ein? Iggy Pop, ja, Sänger, noch für seinen Genau. Lifestyle relativ gut in Form. Ja, stimmt. Hat, glaube ich, mal bei The Stooges oder so gesungen. Ja, Iggy ist Pop und korrekt. and The Ist Stooges korrekt. oder so. Aber hauptsächlich kennt man ihn eigentlich, darauf wollte ich hinaus, aus den Ende der 90ern, aus dieser dusseligen MTV-Werbung, wo du ein schneebedecktes Feld mit abgeranzten Bäumen siehst und da steht dann Iggy Pop versteckt sich. Und Ja. keiner, MTV hat Iggy Pop zu der Zeit auch nie gespielt, Nein, geschweige denn The Stooges nein, oder die Iguanas. Und keiner wusste, wer Iggy Pop ist, also zumindest ich nicht. Das kam dann erst später, wenn man sich mit anderer Musik beschäftigt hat, aber Iggy Pop, und jetzt wollte ich doch mal, habe ich doch mal ein bisschen geguckt. Also eigentlich ist es James Newell Osterberg. Ein in ja. einer Wohnwagensiedlung aufgewachsener, ja, wenn der Podcast rauskommt, vor 2 Tagen 75 Jahre alt Ui, gewordener Mann, ui, der ja. gerne als The Godfather of Punk bezeichnet wird. Ist in Michigan, in Muskegon, geboren und ja, 1962 im zarten Alter von 15 Drummer der Iguanas geworden. Ah, Daher kommt auch okay. sein Spitzname Iggy. Ach, ja, das schau her. Das ist ja verrückt. 5 Jahre später ist er dann mit The Mothers of Invasion, bla bla bla, hat noch einen weitergehenden Namen, berühmt geworden. Er hat elektrische Ukulele gespielt. Aus der Zeit kommt auch, dass er mit nacktem Oberkörper auftritt. Macht er übrigens nach wie vor und sieht aus wie, naja, Anthony Kiedis wird halt auch nicht besser, ne? Da ist mittlerweile Nee. auch so ein ledriger, teilweise ein merkwürdig. Oder Ein er ist so eine Oberkörperfreiliga von Anthony Kiedis und dem Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Ja, ungefähr da. Aufgedunsen, ehemals muskulös, ledrig. So Ja, irgendwo dazwischen. wie so ein Muppet. Genau. Und jedenfalls aus dieser Band ist dann The Stooges geworden. Die haben sich 1974 aufgelöst. Aber ich würde da doch gerne mal, wenn er schon The Godfather of Punk ist, auf unsere Liste packen, Ja. das Lied I Wanna Be Your Dog von den Stooges. I wanna be your dog. Ist ein Ja. schöner Punk-Song. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. So, 9 Jahre weiter, mittlerweile The Stooges aufgelöst, wie gesagt. Läuft nicht mehr so. Er ziemlich druff auf Alkohol und Drogen. Und Ja, oh, sein Kumpel aha. David Bowie sagt, du, pass auf, komm mal mit mir nach Berlin, komm mal rüber hier auch. Ich mache hier gerade so einen Entzug von meinem Kokain. In Berlin gibt es nämlich gar keine Drogen. West-Berlin ist drogenfrei. Komm her, wir können hier beide runterfahren. Dass es da noch mehr Scheiß gibt, als in den Staaten jemals für möglich gehalten, war den beiden, glaube ich, nicht bewusst. Jedenfalls haben sie zusammen gewohnt. Irgendwann musste Iggy Pop aber ins Hinterhaus ziehen. Warum? Warum? Er hat alles gegessen, was im Kühlschrank war. Das hat David Bowie so unfassbar abgefuckt, dass er gesagt hat, verpiss dich. Alles gegessen. Ja, ohne Witz, das ist wirklich der Grund, warum Iggy Pop bei David Bowie ausgezogen ist. Und Hatte David Bowie quasi eine Aversion gegen Völlerei? er hatte
wie deine Schwester eine Aversion dagegen, dass der letzte Joghurt auf einer Party aus dem Kühlschrank geklaut wird, auf dem der Name zwar nicht drauf stand, aber es weiß doch jeder, dass dieser Joghurt nur einer Person gehören kann. Richtig, ja. Das ist, ja, verständlich. Verständlich, hätte ich auch rausgeworfen, glaube ich. Hätte ich auch rausgeworfen. Das Einzige, was in der Zeit passiert ist, also außer, dass die beiden natürlich von ihrer Kokainsucht nicht so wirklich weggekommen ist, dass es musikalisch bei beiden wieder bergauf ging. Sowohl bei David Bowie wie auch bei Iggy Pop. Was, glaube ich, daran liegt, dass David Bowie ziemlich viel Mucke, also Iggy Pop hat sich auch viel schreiben lassen. Ja. Und David Bowie hat da auch so Einfluss auf seinen Gesang gehabt, habe ich zumindest das Gefühl. Zumindest 1977 kam das Album Lust for Life und da würde ich jetzt auch noch gerne zwei Lieder auf die Playlist packen, und zwar den Titeltrack Lust for Life. Und natürlich The Passenger, eigentlich die berühmtesten Iggy Pop Songs. Die stammen so aus der Zeit mit Bowie in West Berlin und danach ist er dann auch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Hat 2016 allerdings mit Post-Pop Depression sein bisher erfolgreichstes Album veröffentlicht. Aha. Er war Radiomoderator in GTA 4. Er hat 2018, ist mir völlig entgangen, zu dem Lied The Passenger mit Nico Rosberg eine deutsche Bahnwerbung gemacht. Absurd. Ist wirklich so. Er ist kurz zu sehen. Das ist ein kleiner Cameo-Auftritt. Das Video suche ich raus. Das verlinke ich. Das kannst du vielleicht in unseren Shownotes verlinken. Ja, das mache ich. Und wer sich das Ganze mal anguckt, wer so ein bisschen den Spirit fühlen möchte, sowohl den Bowie wie auch den Iggy Spirit und sowieso zufällig gerade in Berlin ist, schaut doch einfach mal vorbei. Hauptstraße 155 in Berlin, West-Berlin. Ja. Da kann man so ein bisschen das Einatmen dehnen. Den Zoom. Diesen musikalischen Drogensumpf der 70er. Die hatten eine 7-Zimmer-Wohnung. Dekadent, ne? Ja, lief wohl bei denen ganz gut. Ja, und da du gerade Schönheits-OPs und Ledrigkeit und Rammstein angesprochen hast, packe ich noch den aktuellen Song von Rammstein mit auf die Liste. Und zwar Zigzag von Rammstein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Lied ist, wo das Video besser ist als das Lied. Aber ja, hörst du dir selber an. Ja, nee, Ich habe ja nur auch gedroppt hier ohne Ende. Kann man ruhig mal. Ja. Und Nils, sorry, ich habe gerade einen Laberflash, aber es wird hier schummrig und ich kann das gleich nicht mehr vorlesen, ohne dass ich das Licht anmachen muss. Raus. Ich habe noch wieder was Schönes gefunden. Aus der Serie Deutsche Bedienungsanleitung. Übers Koreanische wieder zurückgedüdelt. Ich habe hier eine Anleitung, wie man eine Displayfolie installiert. Lese kurz vor. Es besteht aus 4 Schritten. Also Installationsschritte. Reinigen Sie den Bildschirm Ihres Gerätes mit den feuchten Tüchern abwischen und trocknen verbleibende Flüssigkeit mit der Mikrofasertuch, falls Sie das benutzen müssen, Aufkleber zum Entfernen des restlichen Staubes. Richtig. Soweit kann man noch einigermaßen verstehen, was man zu tun hat. Nun entfernen Sie die Schutzfolie von der Glas und setzen Sie das gehärtete Glas auf. Achten Sie darauf, dass sich auf Ihrem Bildschirm kein Staub befindet auf dem Bildschirm. Um die Bildung von zu verhindern Luftblasen. Genau. Einleuchtend. Sie haben eine Woche Zeit für 5 Sekunden belichten Bereich. Dem die Flüssigkeit aufgetragen wird, es wird die Haftung verbessern. Es klingt wie eine Drohung. Sie haben 5 Tage Zeit. Hilfe, meine Anleitung droht mir. Reinigen Sie nach der Installation Ihren Bildschirm mit einem Tuch. Okay, den Schritt verstehe ich. Ja. Hilfe! Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Installation des Schutz, können Sie mehrmals versuchen. Wenn eine Blase verschwindet nicht oder ein Abschnitt haftet nicht, heben Sie die Schutzfolie leicht an und setzen Sie die wieder ein in Übereinstimmung mit den obigen Einträgen. Richtig, völlig klar, was wir zu tun haben. Absolut, oder? Du weißt, und da würge ich meinen Kunden manchmal einen rein, wenn sie eine miese Vorgangsbeschreibung abliefern in der Deutscharbeit oder so. Und sowas kriegst du dann bei einem Premium-Produkt für Bildschirmschutz. Verkaufst du etwa die besten Deutscharbeiten, die du so bekommst, weiter? Lässt du für koreanische Unternehmen Installationsanleitungen schreiben? Habe ich dich gerade dabei ertappt bei einem an der Steuer vorbei Überseegeschäft, was über die Kaiman-Inseln abgerechnet wird? Sollten wir lieber über den Anwälten überlassen, das zu klären. Es ist kein Wunder, dass Nils sich so eine Baby-Badewanne aus Glas voller Wein gönnen und einverleiben kann. Ja,
Ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne? Sag ich mal jetzt einfach so. Lass ich mal einfach so stehen. Christoph, du hast eben gerade schon den italienischen Außenminister angesprochen, Ja. Luigi Di Maio. Genau, Und genau. ich habe einen kleinen TV-Tipp für dich. Und zwar auf Servus TV. Auf Servus TV, ich schreibe mal mit. Ja, da. Servus.tv, ja. Genau. Da läuft heute um 21:50 Uhr, vielleicht in der Mediathek dann abrufen, der schöne Film Adios Gringo. Ein Adios Italo-Western Gringo. von Heute 19. heißt natürlich der gläserne Podcast am 12.04., also Richtig. ungefähr 11 Tage, bevor ihr diesen Podcast hört. Ja, genau. Und der Film ist von 1965, also schon relativ alt, und ist so ein typischer Italo-Western. Der nimmt sich auch, sagen wir mal, nicht unbedingt raus, jetzt hier die Rollenverteilung auch groß möglich in irgendeiner Art und Weise zu verschleiern, denn einer der Sheriffs in diesem Western heißt John Slaughter. Ah Und ja. da weiß man dann schon ungefähr, was einen erwartet. Es gibt keinen witzigen italienischen Titel, der heißt tatsächlich nur Adios Gringo. Okay, schade. Und es geht um den Cowboy Brant Landers, der Viehzüchter werden möchte, aber Rinder werden ihm gestohlen und ihm wird das angehängt und deshalb muss er seine Unschuld wieder beweisen und sich quasi reinwaschen. Jetzt geht es mir aber hauptsächlich um den Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller von Brant Landers ist natürlich kein Amerikaner, sondern Giuliano Gemma. Schon Besser verstorben? bekannt als Neymar. Neymar, genau. Nein, er ist leider schon verstorben im Jahr 2013 in Civitavecchia und kam eigentlich aus Rom. Da wurde er 1938 Ja, geboren habe ich und übrigens bis vor kurzem von Michelangelo gedacht, dass es ein Künstlername wäre, so wie Neymar, aber der hieß tatsächlich so mit Vornamen. ja, tatsächlich. Ach so, ja, siehst du mal. Und ja, er wurde beim Autounfall verletzt und erlag seinen Krankheiten, seinen Verletzungen. Und was mir gar nicht bewusst war, der war im Italo-Western eine richtig, richtig große Nummer. Natürlich auch nicht Ehrlich. und ja, natürlich auch nicht unter seinem echten Namen, sondern unter dem Pseudonym Montgomery Wood. Hat Und das in den Club der 50er geschafft? Also 50 Filme drehen? Ich guck mal, oh, das könnte sein. Sein letzter Film ist von 2012, To Rome with Love heißt Oh, er. Plus okay. diverse Fernsehproduktionen, die er da gemacht hat. Der kommt auf jeden Fall auf 50 Filme. Ja. Der hat auch mindestens jedes Jahr einen Film rausgebracht, wenn nicht sogar schon zwei. Also der war eine große Nummer, so groß, dass ich es gar nicht wusste, dass der nach Clint Eastwood der bekannteste Italo-Western-Darsteller war. Ist es so? Ja, Ich habe noch nie tatsächlich. von dem Typen gehört. Nee, ich auch nicht, bis ich eben auf diese Anzeige von Servus TV gestolpert bin. Ein lupenreiner, toller Sender, muss man Ja, sagen. Servus TV. lupenrein, keinerlei, naja, egal. Aber Giuliano Gemma, den man jetzt in der Vergangenheit, also heute, in diesem Italo-Western bewundern kann, war tatsächlich in den 60er Jahren die Nummer 2 nach Clint Eastwood. Das hätte ich Krass, auch nicht krass. gedacht. Nee, Nicht hätte ich nicht gedacht. gedacht. Ja. Mm-mm. Ja, Ach was. sein letzter Western war, jetzt müssen wir mal gucken, sein letzter Western war aus dem Jahre, und jetzt nagelt mich nicht Und da fest. hat Tarantino nicht gedacht, den hole ich mir noch mal für meinen Western-Film? Ja, du, das müssen wir Tarantino fragen. Ich weiß auch nicht, was da los war. War, Nachdem wir es nie geschafft haben, Ralf Möller in den Podcast zu ja, bekommen, ist das nächste Ziel Quentin Tarantino. genau, war wahrscheinlich, ah ja, jetzt habe ich es ja, sein letzter Western war auch aus dem Jahr 1978 Silbersattel auf Deutsch, auf Italienisch Sella d'Argento genannt. Ja, Und das alles war wahrscheinlich schön in Kroatien gedreht. wahrscheinlich, ja. Der Film Silbersattel oder auch Sie sterben in Stiefeln ist auch eine härtere Nummer. Der ist ab 18 freigegeben
Und Cool. Regisseur, Klingt gut, klingt gut. und Regisseur der ganzen Sache war Lucio Fulci. Der ist in Italien auch sehr bekannt gewesen für seine, für seine Italo-Western. Und einer seiner bekanntesten ist der Film Django, sein Gesangbuch war der Colt. Also der Original Django. Ich schaue mal, Ach also nee, Django, Frank, mein Wort des Gesetzes ist ja, der also Original Franco natürlich Nero, ja. mit Franco Nero, der Ja. Django, sein Gesangbuch war der Colt, oder auf Italienisch, und entschuldigt mein miserables Italienisch, El Colt Cantarono, La Morte e fu tempo di massacro. Kannst du unglaublich gut Italienisch sprechen? Ja, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, Ja. 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 Also der gute Gianni, beziehungsweise jetzt habe ich seinen Namen falsch ausgesprochen, Giuliano Gemma, war schon eine bekannte Nummer und war mir auch so überhaupt nicht bewusst, dass der im Italo-Western so ein großes Ding war. Nee, mir auch nicht. Ja. Ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht Ja, hier. wieder willkommen bei Nils kleiner Filmecke. Vielleicht ist das mal Ja. so, vielleicht ist das so eine Rubrik, die wir einbauen können. Ich erzähle Nils kleine Filmecke. Wenn du dir da ja. einen kleinen Trailer für ausdenkst, Ja, so. der lizenzfrei ist, Ja, na warum so nicht? ein kleines Vielleicht die fünfminütiges. Melodie von Servus TV, wer weiß das Ja, schon. Hm? ja, ja, ja. Und als Reminiszenz dazu, zum Italo-Western, packe ich noch auf die Liste die bekanntesten Titel, das Titeltheme aus Spiel mir das Lied vom Tod. Ich dachte, jetzt kommt was von dem anderen berühmten Italiener, der auch Filmmusik gemacht hat in seinen blöden Filmen. Wie heißt er noch gleich? Adriano Nee, Celentano? Adriano Celentano. Nee, von dem kenne ich ehrlich gesagt gar nichts. Nee? Bingo Bongo oder so zum Beispiel den Film? Nein, auch nicht. Ich werde das mal nachsuchen, nachhören, was der gute Und auch Adriano alles nachgucken, auch und nachgucken. nachgucken. Ja, der Name sagt mir auch was. Da sind einige bekannte Namen, die mir da oder ja, Christoph, du hast wieder was zum Rausschneiden, was ich hier zurecht stottere, glaube ich Das lassen gerade. wir jetzt einfach mal drin. Das Das lassen wir lasse ich jetzt jetzt einfach tatsächlich mal mal. drin. Adriano Celentano Naja. sagt mir was, das war's. Ja, und freut euch schon mal drauf. Nils kleine Filmecke, da habe ich hier so einige Sachen. Da kann ich mal so ein kleines 5-minütiges, kleinen Ja, reinschalte, dann kann nochmal ich hier kleiner mal Einwurf. Kann auch droppt noch was reindroppen, ne? was Reindroppen. reintoppen. Oh Gott. Reindroppen. Nils setzt nochmal an. In seiner Seifenkiste, Meine die er mittlerweile mit Hilfe Seifenkiste. anderer Leute an seinen Mund hebt, um daraus in vollster Völlerei zu trinken. Spätrömische Dekadenz ist das Stichwort, Christoph. So ist es Spätrömische doch. So Dekadenz. ist es doch. So ist es doch. Erstmal frührömische Dekadenz. Erstmal frührömisch. Erstmal Ja, frührömische. ja, Ich habe was erlebt. Ich ja. war unterwegs. Ich war für uns auf Außenreportage. Habe aber gar völlig vergessen, irgendwas aufzunehmen. Nein. Wir spielen mal kurz hier das Nerd-Intro. Das können wir mal machen. Hier, also Nerd-Intro. Hört Intro. Das gehört, es war das Bahn-Intro, natürlich. Ah, ja. Also eigentlich das Modellbahn-Empfehlungsintro, aber in diesem Fall war Das ich ist völlig in Ordnung. unterwegs. Unterwegs mit meinen Bahn-Bonuspunkten. Ich nehme mit bei Bonusprogrammen alles, was ich kann. Jede, außer Payback. Payback verurteile ich. Finde ich abscheulich. Ja. Und hatte so viele Punkte zusammen, dass ich mir eine DB-Tageskarte Sonnabend holen konnte. Das bedeutet, man kann einen Tag lang durch ganz Deutschland jeden Zug nehmen und jede Strecke fahren, so oft und so viel man will hin. Und ich hätte auch die ganze Zeit hin und her fahren können. Und das wollte ich aber nicht. Ich habe gedacht, ich mach da eine kleine Nordreise draus. Und ich erzähle dir jetzt Ja. mal, was ich so erlebt Oh habe. Ich ja, oh bin ja, oh ganz ja. normal aufgestanden, so als ob ich zur Arbeit gehen würde, und war um Punkt 7 am Hamburger Hauptbahnhof. Oha. Und habe von dort ein ICE genommen in unser aller Lieblingsbahnhof, in den Bahnhof der Vier Winde. Die windigste Angelegenheit Deutschlands, mittlerweile aufgepimpt mit einem neuen Wegeleitsystem, möchte ich an dieser Stelle verraten. Ich bin umgestiegen zuerst in Kassel-Wilhelmshöhe. Hatte da ein kleines bisschen Aufenthalt, nicht viel, aber gerade gut genug, um die Bahnhofshalle zu sehen und zu denken, ah ja, das ist also das Einkaufszentrum von Kassel-Wilhelmshöhe. Nicht schlecht, hier treibt sich ja auch die Jugend rum, läuft bei denen. Bin ich in den ICE gestiegen nach Mannheim,
Habe in Mannheim nicht viel Zeit verbracht. Mittlerweile bin ich durch Schneelandschaft gefahren, rund um Fulda war Schnee und zwischen Fulda und Frankfurt auch. In Mannheim bin ich umgestiegen in einen verspäteten Schweizer Eurocity, der nach Zürich gefahren wäre. Den habe ich aber nur bis Karlsruhe genommen und habe mir schön im Bordrestaurant ein Schweizer Bier gegönnt. Das war lecker. Teuer, aber lecker. Rate, was ein halber Liter Schweizer Bier im Bordrestaurant kostet, außer Dose. 8 Euro. Nein, 5,40 Franken. Ja, Aber gut. na Nahe gut. dran. Nahe dran. Nahe dran. In Karlsruhe bin ich raus, habe gedacht, oh, schöner Bahnhof. Ich nehme mal die Überlandstraßenbahn nach Bruchsal. Bin nach Bruchsal gefahren und von Bruchsal auf einer anderen Linie in Karlsruhes Innenstadt gefahren. Habe mir Karlsruhe angeschaut, bin wahrscheinlich dadurch irgendwie auch auf 13.000 Schritte am Tag gekommen. Und muss sagen, Karlsruhe ist nicht schlecht. Ja, das Ich könnte glaube mir ich. vorstellen, noch mal wieder hinzukommen. Ja. Kleiner Reisetipp an der Stelle, mal einen Tagesausflug nach Karlsruhe. Why Ja, not? ja. Gute Bäckereien habe ich jetzt nicht so gefunden mit Ja, leider nicht. einheimischen coolen Produkten. Ja. Und die Leute reden da ja in Karlsruhe, es ist so ein bisschen kurpfälzisch ähnlich. Das heißt, es werden sehr viele Worte benutzt, um sehr wenig auszudrücken. Ja. Dann stand ich auf der Treppe, obwohl nein, ich in dem Moment war ich schon drüber gegangen. Aber Ah. als ich oben war, dann war das so, nee, Moment, da muss ich noch überlegen. Also so ein bisschen Boris Becker-mäßig auch. Ja. Da muss ich noch überlegen. Nee, ich war noch auf der Treppe, aber als das passierte, war ich schon oben angekommen. Also, So ist das. ja, Das ihr ist macht mich cool. wahnsinnig. Also schnell weg aus Karlsruhe am Nachmittag um 14:45 Uhr, glaube ich, habe ich einen französischen Doppelstock-Hochgeschwindigkeitszug, ein TGV-Duplex nach Frankfurt am Main genommen und habe mir ein 1664 in Bistro geholt, ein kleines Bier. Und muss sagen, dieser Doppelstock-TGV, TGV Frankreich, das Mutterland des Hochgeschwindigkeitsverkehrs. Aber dieser Zug war dreckig, eng. Die Kopfstützen endeten bei jedem, der da saß, auf Schulterhöhe. Und wenn man unten saß, oben an der Dachkante, das Velour hat geschimmelt. Oh Wie Gott. schlecht instand gehalten. Ich war froh, als ich in Frankfurt aus der Möhre wieder raus konnte. Ab rüber in Zug nach Köln-Deutz. Warum ICE nach Köln-Deutz? Ich erkläre es dir. Es ist eine der wenigen Strecken in Deutschland, auf denen man planmäßig etwas über 300 fährt. Ei. Und das ist eine Geschwindigkeit, muss ich sagen. 250 kennt man ja vielleicht so, wenn man mal nach München fährt, aber Ja. 300, das toppt nochmal. Da merkt man wirklich, wenn er so bergunter, bergauf, merkt man so, wie bei der Achterbahn wird es leicht Ei. schneller, leicht langsamer. Ei. 304 km/h war das Maximum bei mir. Das ist nicht schlecht. Wow. In Köln-Deutz schnell Hacken in Teer, einmal hochgelaufen zur S-Bahn, rüber nach Köln Hauptbahnhof gefahren. Und habe dort wiederum einen Schweizer Eurocity genommen, der mich nach Hamburg gebracht hat. 21:55 Uhr war ich wieder am Hamburger Hauptbahnhof Ja. nach 1550 Kilometern und habe mir Wow. auf der Rückfahrt noch ein schönes Käsefondue im Bordrestaurant gegönnt. Oh, Christoph, du weißt, wie man lebt, das sage ich dir mal einfach so. Du weißt, wie man lebt. Ja, Ah. immerhin keine Thrombose. Ganz gut, ne? Nee, nee, nicht schlecht. Und also durchs Bahnbonuspunkte sammeln kann man sich sowas Und nur dadurch, es gibt diese Fahrkarte nicht zu gaunern. kaufen. Wow. Das ist also für die treuesten aller Kunden. Das ist für die treuesten aller Nerds. Ja. Wie viele Bahnbonuspunkte muss man denn da so zusammen haben? 2000. Das ist nicht Das heißt, du schlecht. musst in 3 Jahren einen Umsatz von 2000 Euro generieren bei der Deutschen Bahn. Ah. Habe ich nicht ganz. Da sind so Punkte dabei, die du mal bei irgendwelchen Gewinnspielen bekommen darfst. Oder hier, klicken Sie hier auf Newsletter abbestellen und kriegen Sie 250 Punkte extra und so. Newsletter abbestellen ist besonders wichtig bei der Bahn, Ja, damit du das bloß nicht mehr bekommst. bloß nicht. Wir wollen gar nicht, dass Sie, dann werden Sie ja zum Beförderungsfall, bleiben Sie lieber zu Hause. Dann werden sie ja zum Beförderungsfall. Ja. Ja, das ist eine wunderbare Tour. Also, das ist quasi, ja, für jeden Zugliebhaber, dem geht jetzt das Herz auf, Dem geht das Herz auf. Ich habe wenn er schon das Ideen hört. für die nächste Tour. Mal gucken, ob ich nochmal 2000 Punkte. Ist dann leider erst in 3 Jahren. Es sei denn, irgendjemand schafft es mir, mein Bahnbonusprogramm zu hacken. Hat das eigentlich mittlerweile mit dem Wikipedia-Eintrag geklappt? Ich fürchte nicht. Ach Mist. Aber falls jemand den Wikipedia-Eintrag schreibt für uns, für unseren Podcast, dann Genau. gerne auch meinen Bahnbonus-Account Ja, einmal. immer, immer mit rein. Ja, ich glaube, die Relevanz ist noch so ein bisschen der Grund, weshalb es bei uns ein bisschen scheitert, Christoph. Ich glaube, die Relevanz und Reichweite.
Am Arsch, das ist doch total relevant, was wir hier machen. Ja, ist es, klar. Also für uns ist das Für uns relevant. ist das super relevant, ja. Für das Mikrofon vor mir auch. Ja, und für die ganzen Bräuchte ich nämlich anderen sonst nicht. Spalter nicht, nee. Gut. Ja. Wir machen gleich weiter mit Ja. der nächsten Kategorie, mit der Oh. nächsten Rubrik in unserem Podcast. Ja, der Und könnte schon zwar gespannt kommen sein. hier für euch die wichtigsten drei. Wichtigsten. Das sind die wichtigsten drei mit Christoph und Nils. Das sind die wichtigsten drei mit Christoph und Nils. Und zwar hatten wir nicht so wirklich gute Ideen, ne? Na, obwohl Es war ein doch. bisschen eng. Und zwar Ja. die wichtigsten drei. Also es gibt ja so Toaster, die das Wetter einem auf das Toast morgens toasten. Das ist ein Ja, Barometer ja, angeschlossen. Und ja, je nachdem, ob es ja. Sonne gibt oder ob es Wolken gibt, wird eine Wolke mit drauf getoastet oder eine kleine Ja, Sonne oder so. Und ja. man wacht einfach beschwingt mit dem Toast auf. Ich bin ja sowieso Toaster-Fan, war ja auch Ja, Wurster-Fan. Du bist, glaube ja. ich, auch ein Mann des Toastes. Ich Ab bin und auch ein zu so schön ins Toast. Toasti. Ein Toasti bin ich auch, ja, definitiv, doch. Und Das deshalb haben ist wir uns so. überlegt, was wären denn die wichtigsten drei Toaster, die geile Extra-Features haben, die uns so einfallen. Ja, genau. Da haben wir uns mal überlegt, was wir da so machen können. Soll ich mal anfangen? Fang an. Ich fange an. Mein Platz 3 ist natürlich von unserem großen Geldgeber ein gesponsorter Toaster, der Spotify-Toaster. Der Und je nach, Spotify-Toaster, was kann der? der kann mit hochmoderner Lasertechnologie, tastet er das zu toastende Objekt ab und entwirft daraus eine Playlist. Also meistens ist es auch nicht so lang, die bei deren Ende dann dein Toast den gewünschten Bräunegrad hat. Okay, Und alles das kann, klar. also wenn du da zum Beispiel so ein Toastschnitzel, weißt du, das ist jetzt nicht Ja. gerade die tollste Ernährungsbeispiel, Aber es aber wenn schmeckt du das leider da gut. Es gab rein, mal eine ja. Gemüsevariante davon. Kannst du dich daran noch erinnern? Die war Nee, klasse. die habe ich nie probiert. Die habe ich nie probiert. Die war Verdammt, wirklich, gab gibt's es die nur nicht ein mehr? Jahr oder nein, die gab es nur ein Oh. Jahr oder so. Das ist schon. Ach. Vielleicht sollte man das jetzt nochmal machen. Jetzt ist der Markt da. Naja, aber dann hast du zum Beispiel, wenn du so ein normales, sagen wir mal, Weizentoast hast, das ist ja relativ schnell fertig. Das ist eine ziemlich schnelle Nummer. Da wird dann, keine Ahnung, irgendwie nur so ein, da wird dann von Chair, I believe, in einer 1,5-Minuten-Version wird dann da auf die Playlist gepackt. So. Einmal den Refrain. Bam. Genau. Und wenn du so ein Toastschnitzel hast, das musst du ja Ja. nochmal drehen. Das musst du ja nach dem ersten Garungsprozess nochmal Stimmt, umdrehen. stimmt. Da wird die Playlist länger. Da kann es auch mal sein, dass ein ganzer Podcast von Lanz und Precht durchläuft, während du auf dein zu toastendes Material Mit Richard wartest. David Precht und Richard David Precht und Genau. Richard David Precht. Und Markus Lanz, der schaut auch mal Ja. vorbei. Ja, also der Spotify-Toaster, das ist, Der glaube Spotify. ich, ist, du brauchst, glaube ich, WLAN dafür definitiv. Der hat auch, sagen wir mal, nicht so großen Speicher, den kannst du aber erweitern. Aber du hast die perfekte auf dein Toast angepasste Playlist. Na? Auch Also nicht der schlecht. Spotify-Toaster ist mein Platz 3. Spotify-Toaster. Mein Platz 3 ist der große Disney-Toaster. Gibt es in der Variante Mickey Mouse oder Donald Duck, je nachdem, ob man uncool oder cool ist. Richtig. Und zwar wird jeden Tag ein anderes Bild, ein anderes Comicbild auf den Toast gebräunt. Und am Ende der Woche oder am Ende von, je nachdem wie viel Toast du so isst, aber es gibt dann so Geschichten, die über 20 Bilder gehen. Und am Ende der Woche hast du halt ein Comic durch, eine kleine Kurzgeschichte genau, von das ist ja Trick, Trick und super. Track. Ja, dann musst du das nicht auch aufbewahren oder kannst du ja abfotografieren, wenn du Kannst ja irgendwann nicht mehr in der heutzutage Handlung kannst du das, das mitkommst. ist ja sofort viral bei Instagram. Also, Ja, ja. genau. Heute auf meinem Comic-Toaster. Ist aber sowas, was Kids echt ermüdet irgendwann, weil der ist nicht im Ja, Internet und der hat nur nee. einen Speicher von 5 Comics und die wiederholen sich halt immer wieder. Ja, das, Und irgendwann, wenn das Gerät altert, dann kommt immer der gleiche und irgendwann kommt immer das gleiche Bild immer. Und dann wird langsam deine Düsentriebshelferlein, da wird die Birne immer schwärzer, ja, weil der genau. Toaster schon nicht mehr richtig toastet. Wäre da ein guter Erweiterungspack nicht auch, also es wurde ja immer geworben, früher beim lustigen Taschenbuch, jede vierte Seite in Farbe oder sowas, dass der das auch irgendwann in Farbe toastet.
dass sie mit Lebensmitteln. Mit den alten Tätowierfarben, die nicht mehr erlaubt sind. Das ist genau. Ich wollte eigentlich Lebensmittelfarben vorschlagen, aber wenn du die alten Tätowierfarben. Naja, bitte, komm, mach. Bitte. Nimm die alten Tätowierfarben. Passt schon. Das wird war sich keiner drum aufregen. Drei. Dein Platz 3. Mein Platz 2 hat einen ähnlichen Hintergrund. Es gilt das geschriebene Wort, Christoph. Wir alle kennen es ja, diese Menschen, die in den sozialen Netzwerken immer so Lebensweisheiten toasten. Posten, nicht toasten. Titel für unsere Sendung. Schlecht getoastet ist halb gepostet. Schlecht getoastet ist halb gepostet. Ja. Das schreibe ich mir sofort auf. Ja, oder Toast Mortem. Das ist auch gut. Das ist wunderbar. Toast Mortem. Toast Mortem ist es. Genau. Toast Mortem. Das ist unser kleines Highlight. Unser kleiner Titel. Naja, aber Leute, die immer so Lebensweisheiten posten, da muss es ja auch irgendeinen armen Deppen geben, wenn da Unbekannt untersteht, der sich den ganzen Mist ausdenkt. Mein Toaster auf Platz 2 toastet Lebensweisheiten, indem er allerdings immer gewisse entscheidende Wörter austauscht gegen Lebensmittel. Na? Zum Beispiel, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Toaste nicht deine Leber, sondern pack Leberwurst aufs Toast. Oder irgendwie sowas. Also so irgendwie so blöde Sprüche. Die Ich habe erst habe ich gedacht, es kommen random aus allen Joris Foster-Burani-Liedern so Halbsätze darauf getoastet oder so. Nein, das ist schon ein ganz geiler Artikel. Das wollte ich übrigens erst nehmen. Fällt mir jetzt gerade ein. Das war vorhin noch meine Nummer 3, als ich auf dem Nachhauseweg drüber nachgedacht habe. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann kann man, da müsste man dann kooperieren mit Ralf Rute und Joscha Sauer und diversen anderen Leuten, die eine spitze Feder haben. Joscha Sauer, macht der überhaupt noch? Ja, der macht doch. Ich habe lange kein neues, nicht lustig Bild mehr gesehen. Ja, doch, das in den sozialen Netzwerken ist der da sehr aktiv. Da musst du einfach nochmal suchen und online, da findest du genügend Bilder. Ja, und das ist natürlich auch wieder mit WLAN gekoppelt und so ein bisschen 3D-Druckertechnik ist da auch mit drin. Aber es ist ein Toaster, also für denjenigen, der in der Küche schon fast alles hat, ist das perfekte Gag-Gimmick. Der Lebensmittel-Toaster. So würde ich das mal nennen. Finde ich gut. Ist ein schönes Produkt. Bisher ist das vielleicht mein Favorit schon. Ja, vielleicht gehe ich mal zu Maschi und schlage ihm das mal vor. Vielleicht hat er ja Bock. Ja, die Hülle der Toasten. Die Löwe der Mein Platz 2. Mein Platz 2 ist etwas Inklusives. Es ist inkludierendes. Es ist etwas, was Nachrichten auf das Toast schreibt. Aber nicht einfach so, sondern das ist wirklich mit dem Internet verbunden, nimmt so Bildzeitungsschlagzeilen auf und toastet die in Breileschrift auf das Toast. Und zwar verbrennt er das Toast an einigen Stellen so stark, es ist natürlich unangenehm, schmeckt der Teil nicht mehr brand. Ärgerlich. Aber es verbrennt so stark, dass nur diese Breilebuchstaben überbleiben und man das auf dem Toast dann so beim Frühstück die Nachrichten lesen kann oder vorm Frühstück. Während das Toast abkühlt, der ist auch ein bisschen doof, ne? Dann liest man das so und verbrennt sich erstmal den Finger. Fertig gelesen hat, kann man es essen. Kann man noch dran arbeiten, glaube ich. Ist noch nicht so ausgereift. Ja, aber du, das ist denn halt noch ein altes Produkt aus der Regentschaft von Julian Reichelt. Der verbrennt sich ja auch die Finger und denkt ja auch nicht viel nach, wenn er gegen die Sendung mit der Maus postet auf Twitter. Da verbrennt er sich ja auch. Der Breile-Toaster. Ja, die Sendung mit der Maus, warum er sich daran gerieben hat. Ich glaube, der hatte noch alten Kunstschnee aus der Bildzeitung mitgenommen und hat sich den dann reingepfiffen und dann wurde er irgendwie sauer. Mit Mario Barth zusammen. Der saß wahrscheinlich Mario Barth gegenüber im Abteil, weil sie beide gerade überlegt haben, wie sie das neue geile Nachrichtenportal von Julian Reichelt hoch und groß machen können. Ja, oh Mann. Ja, aber ich denke, mit ein bisschen technischen Gelöte kriegst du das auch, ist das auch in Ordnung. So, kleiner Trommelwirbel. Ja. Mein Platz 1 ist natürlich nur eine technische Neuerung, der Nasstoaster. Wie oft habe ich den Nasstoaster? Was kann ein Nasstoaster? Ein Nasstoaster. Wie oft habe ich mir schon überlegt, du hast gerade eine frische Ananas aufgeschnitten. Wie geil wäre das denn, wenn du so antoasten könntest? Du weißt aber auch, wenn du die jetzt auf dieses Gittergestänge legst,
Dann tropft das ganze Wasser in den Toaster und dann ist der im Arsch. Ja. Das heißt, der Nasstoaster schafft es, die Nässe rauszunehmen, die tropft, das Ding zu toasten, aber es trotzdem noch so frisch wie eine Ananas zu lassen. Das ist ein hochkomplexer Prozess. Der hat dann noch so eine Pyrolyse-Taste, wo alles verbrannt wird, was schmalere ist. Genau. Und das schmeckt köstlich. Du kannst alles, du kannst auch morgens, wenn du Bock hast, wenn du keinen Bock hast, dir die Pfanne anzumachen, Ei und dir dein Rührei zu machen, dann blitzst du die Eier da einfach rein. Schlägst du die Eier ein, schmeißt rein in den Nasstoaster, drückst drauf, zack, fertig, Rührei. Ja, krass. Oder, Ahnung, wenn du morgens... Schön, so ein Ei in Toaster und das wird dann aber so ein perfektes Toastscheibengroßes Rührei. Auch, ja, ne? ja. Da ist da irgendwie, da müssen wir, glaube ich, mit Vorwerk noch mal reden, dass sie da uns ein bisschen Know-how abgeben. Aber stimmt, der Vorwerk, wie nennt man den Nasstoaster denn? Der Vorwerk Grottenolm. Der Vorwerk Grottenolm. Das ist ein Name, der fördert den Verkauf. Ja, der schöne Nasstoaster. Also man kann da denn auch alles dran machen, wenn man denn zum Beispiel von abends vorher noch irgendwie Nudeln übrig hat. Und man möchte die gerne so ein bisschen wieder, ich habe das ja manchmal ganz, ganz gerne, dann nehme ich alte Nudeln und packe die dann so zusammen mit Ei in die Pfanne. Ja. So, das ist eigentlich machst ganz geil. Machst du da geil. Knoblauch dran? Nein. Sollte mach ich das tun? Mal ein bisschen Knoblauch. Ja, mach da wirklich mal ein kleines bisschen Knoblauch dran. Das macht es noch besser. Und dann den guten Curry-Ketchup einer großen Ahrensburger Marke. Mhm. So ganz dünne Dosis darüber. Ja. Ein Traum. Okay. Auch das ist möglich im Nasstoaster, Christoph. Auch das kannst du im Nasstoaster. Kannst du direkt den Ketchup mit. Du kannst das Ei morgens, du kannst auch morgens. Kannst du eine Knoblauchzehe durchtoasten. Ja, auch. Durchgarnen. Ja. Oder wenn du morgens Bock auf Bratkartoffeln kann der auch mit OSA. Ei hast. OSA, nee, das geht nicht. Das ist technisch nicht umsetzbar. Oder kann der sowas wie aus einem Brötchen wieder Mehl raustoasten, weil zurzeit kein Mehl im Supermarkt ist? Da müsste ich dann mit Vorwerk nochmal in Medias Res gehen und das Ganze nochmal ganz genau bekommen. Ja. Aber ist es eigentlich eher dazu, nasse Sachen auf eine feste, knusprige Temperatur zu bringen. Ich fürchte, Orangensaft würde einfach nur verdampfen. Dann hast du da so Orangenschmatter-Grind irgendwo am Fußende liegen. Das möchtest du ja auch nicht. Ist trotzdem ein großes Produkt. Ja. Ich denke auch, das wird einige Grille. Einige grelle Chancen für mich eröffnen. Der Nasstoaster, mein Platz 1. Ja, schön. Mein Platz 1 ist der Toaster, der ans Radio angeschlossen ist. Oh und ja. Und der das Konterfei des gerade moderierenden Lieblingsmoderators drauf macht. Natürlich hört man hier im Norden Radio Schleswig-Holstein. Und natürlich natürlich sind Katharina Nikolaisen ist als Vorlage gespeichert. André Sanden ist da noch drin. Und auch hier wie heißt er? Mittmann. Voller Mittmann. Ja. Und das Geile ist, in der Upgrade-Variante, in der zweiten Version, die davon rauskommt, hat der auch eine Autogrammfunktion. Das heißt, jedes Mal ein frisches Autogramm, ein tagesfrisches Autogramm deines Lieblingsstars mit auf dem Toast. Geil. Und dann kannst du so richtig schön in Katharinas Nikolaisens Lieblingsmittwurststulle so. Nils schlürft mittlerweile den Rest des Weines aus seiner Badewanne seinen Gaumen runter. Ich habe da nochmal eine technische Frage zu deinem Produkt, Christoph. Wenn ich jetzt meinen Toast toastet, ja, und ich willkürlich die Sender wechsle während des Toastvorgangs. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Kommt denn ein gräuliches Mischwesen am Ende auf mein Toast? Es kann passieren, dass die Hälfte aussieht wie Alice Cooper von Radio Bob und die andere Hälfte wie Chaos Kai von Delta Radio. Ja, wenn der noch da ist, ne? Ja. Oder Kuhlage und Hadeland. Das könnte auch passieren, wenn du zwischen denen und Deutschlandfunk ständig hin und her wechselst. Ist auch übrigens leider kein so richtiges gutes Gender-Produkt. Bis auf Katharina Nikolaisen sind keine Frauen in dem Toast. Es sind ausschließlich männliche Moderatoren. Das schönste Bild ist, und das wird auch random, jedes zehnte Toast ist automatisch Volker Wiebrecht in seiner Lieblingsbrille mit dem schönsten Einstecktuch, was er hat. Oh ja, schön, toll. Volker Wiebrecht, der VP. Carlo von Tiedemann, ist er auch gespeichert? Carlo von Tiedemann ist auch dabei, ja. Mhm. Ist eigentlich schwierig, der Bart lässt bisweilen die Toasts nicht durchgehen sein. Ungenießbar werden.
Nein, gar kein Bart, nein, weiß ich nicht, aber ist einfach zu kiel. Doch, der hat einen Schnubbi, der hat doch einen Schnubbi. Der hat einen Schnubbi, Schnubbi, genau, einen Schnubbi, ne? Ja. Raller, ja. Schön Raller. Aber eine Frage noch, wenn du jetzt zum Beispiel, und es ist ja öffentlich-rechtlich, darf es ja sagen, die NDR2-Bundesliga-Show guckst und da springen ja die Live-Kommentatoren ständig hin und her aus den einzelnen Stadien, da sind auch Frauen dabei, dann der Hersteller des Toasters geht, warte, ich lese kurz vor. Wir gehen davon aus, dass dieser Toaster ausschließlich zum Frühstücks- und oder Abendbrotgeschäft genutzt wird und jedwede Verwendung im Sonnabends-Nachmittagsprogramm der Sportsender auszuschließen ist. Okay. Ja. Okay. Ja. Das geht das auch? Ja, eine Frage hätte ich denn noch. Könnte ich denn auch, wenn ich schnell zwischen RSH Sylt und Bremen 4 wechsle, dass dann ein Mischwesen aus Arne Zeigler und Carsten Köthe dabei herauskommt. Ja. Okay, das wäre das hinzukriegen sehr ist wichtig. Aber das ist aber wie was ist bei Tetris schwer schaffbar 19.000 bei Tetris oder irgendwie sowas. Das kriegt man nur ganz, ganz selten mal hin. Nur die absoluten Profis schaffen das. Ja. Nur die absoluten Profis. Ah ja, ja, jetzt haben wir auch genug getoastet, Christoph. Jetzt kannst du die Rubrik abmoderieren. Ich moderiere das ab hier. Ja, und ich habe mir auch schon leer gequatscht für heute. Wir haben auch schon wieder eine sportliche Länge von über 50 Minuten Laberei, Christoph. Aber einen habe ich noch für Nils kleine Filmecke in der nächsten Ausgabe. Ja. Darfst du dir jetzt aussuchen, welchen Film ich nehme. Ich hole kurz zwei. Warte, ich hab's. Von hier kann ich auf mein DVD-Regal gucken. Ich hab's schon ausgespäht. Warte kurz. Nee, ich bin ja per Bluetooth verbunden. Nils geht vorbei an diversen. Oh Gott, das sind ja riesige Karaffen. Ist das ein Ölfass voller Wein? Das ist ein Ölfass. Ich weiß nicht. Das sieht ja katastrophal aus. Aber es sind wirklich überall. Mein Altgriechisch ist schlecht, aber ich kann lesen billige Qualität. Das ist klar. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar schlechter Wein, den er da hat. Na gut, Nils ist also in seinem Lieblingsraum des NATO-Bunkers. Wir haben es schon mal beschrieben. Ja, da bist du wieder. Mhm. Ich habe jetzt zwei Exemplare und ich habe schon eine grobe Ahnung, welchen du von mir besprochen haben willst. Erzähl. Ich nehme einfach den anderen. Ich halte sie in die Kamera. Ja. Den hier. Na? Ja. Und diesen hier. Kann man gar nicht so richtig lesen. Hängt ihn höher, Clint Eastwood. Hängt ihn höher. Hängt ihn höher, dann nehmen wir den. Nehmen wir den, ne? Von dem anderen haben wir gerade geredet. Das heißt, stimmt. Wir nehmen den und den anderen danach oder so. Genau. Genau, also in der nächsten Woche hört ihr dann Nils kleine Filmecke einen kurzen Bericht über Hängt ihn höher mit Clint Eastwood. Genau. Und mehr verrate ich doch mal noch nicht. Schön. Freue ich mich drauf. So, ja, das warum jetzt? Nils bringt jetzt den Film weg und er hat der Teppich völlig versaut. Ja, du hast gerade so ein Wasser. Wo lagerst du deinen Wein endlich überall drin? War das gerade ein Wasserkocher, den du umgestoßen hast? Das war ein Wasserkocher, ja, vollkommen richtig, ja. Wasserkocher, ich habe noch diverse offene wie heißen diese Reagenzgläser? Petrischalen? Reagenzgläser. Nee, wir reden uns jetzt hier im Kopf und Kragen. schaltet jetzt einfach mal ab und freut euch auf die nächste Folge. Ne? Also, das. Könnt ihr euch wirklich drauf freuen? Also. Da könnt ihr euch drauf freuen. Genau. Tschüss. Tschüss.